Ich habe das Gefühl, ich werde noch mal sterben. Wenn ich mir meinen Lebensbalken so anschaue. Wow! Wenn ich mir meinen Lebensbalken so anschaue. Ach Gottchen. Ich glaube, hier bin ich sogar richtig. Da haben wir dieses ekelhafte Tentakelvieh von älteren Gott. Na, lasst ihr mich hier vielleicht mal raus? Du hast mich im Stich gelassen, Raziel. Ich frage mich, Alter. Hast du mich wirklich wieder auferstehen lassen oder warst du nur zufällig zur Stelle, als ich nach meinen Qualen in der Tiefe wieder erwachte? Ich nehme an, ich kam dir ganz gelegen. Von keinem in deinen Bau gestoßen und aus irgendeinem Grund unzerstörbar. Ein haltbares und leichtfertiges Werkzeug für deine Zwecke. Doch das bin ich gern bereit zuzugeben. Ich habe mich auch von anderen immer wieder benutzen lassen, doch ich wich stets vom vorgezeichneten Pfad ab. Was hab ich nur an mir, Dämon, das mich zu einem derart unzuverlässigen Instrument werden lässt? Warum überlebe ich eine Prüfung nach der anderen, immer und immer wieder, in einer endlosen Folge demütigender Tode und Wiederauferstehungen? In meinem Schicksal und meiner Geschichte liegt offenbar noch mehr verborgen, als ich weiß. Möglicherweise auch mehr, als du weißt. Wahre Worte, Raziel, wahre Worte, lass dich von diesem Scheißbastard da unten nicht, lass dir von dem nichts mehr gefallen. Der kann uns jetzt mal. Aber wir werden trotzdem nochmal speichern. So, unterirdische Ruinen. So, der Reaver ist ausgerüstet. Und jetzt werden wir uns endlich auf den Weg zu diesem verdammten Schloss machen und uns an allen rächen, die uns in den Weg kommen. Sie werden für alles bezahlen, was sie uns angetan haben. Gott, haut doch mal ab, ihr scheiß Noobs, ihr habt eh nichts drauf. So. Alles klar. Natürlich. Mhm. Ihr kennt mich mal. Scheiße. Na gut, ihr kennt mich doch nicht ganz. Aber zum Großteil kennt ihr mich mal. So. Bye. Lasst mich einfach in Ruhe. Ihr könnt so viele schicken, wie ihr wollt. Ich werde nicht mehr darauf reagieren. Solange es sich zumindest vermeiden lässt. Okay. Oh Gott, jetzt sind diese Schattenwesen schon hier draußen. Was ist das denn? So. Ach komm, geh weg. Du auch. Mein Gott, das wird ja immer schlimmer hier. Okay. Und da sind sie, die Säulen. Hier sehen sie noch ziemlich gut aus. Oh mein Gott! Jetzt schicken die schon drei, ey. Komm her. Scheiße, jetzt haben die echt drei Stück. Geht einfach sterben.
Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Gleich bin ich tot. Ach, Mist. Kurz vor der Tür, ey. Kurz vor der Tür. Her mit den Seelen. Ach, egal. Es ist eigentlich nochmal relativ gut gegangen. Allerdings fehlt mir jetzt der Feuerreaver. Und ich sehe hier auch kein Taufbecken. Egal. Rüsten wir den normalen Reaver aus, das reicht auch erstmal. Und schauen, was hinter der Tür auf uns wieder wartet. Seraphan. Die kann ich zum Glück leicht umgehen. Und die sind mir auch ziemlich gleichgültig. Zumindest diese. Ich möchte mich lieber an den anderen rächen. Haben wir hier einen Windreaver? Wieso das denn? Ist das irgendeine Bewandtnis? Ist das, falls ich zurück möchte, oder was? Ich möchte nicht zurück. Sehr interessant, dass sie einem diese Möglichkeit geben. Da ist ein Schattenreaver. Ach, geht weg von mir. So. Nicht mehr weit. Und wir haben es endlich geschafft. Ah, hier gibt's wieder einen Feuerreaver. Sehr schön. Geh weg. Geh weg. Ich werde mich jetzt wirklich nicht mehr mit diesen Kämpfen hier aufhalten. Denn das kostet nur kostbare Zeit, die ich auch andersweitig verbringen kann. So. Geh weg. Treffen mich eh nicht. Ja, hier drüben bin ich. Ja, ja. Ich bin eh viel schneller. So. Und hier unten ist ja noch ein schöner Speicherpunkt. Die muss ich leider alle mitnehmen, weil ich... oder mir das Spiel schon so oft abgestürzt ist, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe bei diesen spärlich gesäten Speicherpunkten. Und jetzt, wo sie uns so viele bieten, dann nutzen wir die auch einfach. So. Der See ist zugefroren. Wer hätte es gedacht? Aber wir haben ja eine Möglichkeit. Allerdings brauche ich jetzt noch den Lichtreaver. Zumindest meine ich das. Nee, das ist nochmal Feuer. Da ist Licht. So. Die hier oben werden wir wahrscheinlich beseitigen müssen. Und das tun wir auch. Komm her. So. Dann schauen wir doch mal hier hoch. Und irgendwo hatte ich doch... ja, da ist es. Denn den Lichtreaver brauchen wir für den Kristall.
Und ich hole mir jetzt einfach nur, weil es mir Spaß macht, nochmal den starken Feuerreaver. Wunderbar. So. Jetzt sind wir der Dämon in feuriger Gestalt, der Rache üben wird. An allen. So. Auf geht's, jetzt kommt wirklich der geilste Teil im ganzen Spiel. Huch. Bah. Ach, geht weg, ihr Hexen. So, dann schauen wir doch mal, wo unsere lieben Freunde sind und wo vor allem unser Schwert ist. Gebt mir einfach den Soul Reaver und ich lasse vielleicht Gnade walten. Ich ergreif dich gleich. Erlöse deine Seele! So. Weiter. Gib mir mehr. Gib mir mehr und gib mir vor allem mein Schwert zurück. Das ist meins. Plötzlich und unerklärlich entdeckte ich den Reaver, der auf verdächtige Weise auf meinem Weg lag. Wieder spürte ich nichts von der Zeitverzerrung. Oder dem besonderen Gefühl der Verschiebung, das ich empfunden hatte, als ich dem Reaver in Williams Kapelle begegnete. Hier keimte in mir die gleiche namenlose Furcht auf, die ich schon einmal erfahren hatte, als Janus mir den Reaver zum ersten Mal zeigte. Ich fühlte mich sofort von der Klinge zurückgestoßen und dennoch unwiderstehlich von ihr angezogen. So, Raziel, da wären wir also. Jetzt bleibt dir keine andere Wahl, als mich anzugreifen. Und ich bin nicht so verrückt, wie ich dich glauben ließ. Wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Du wusstest, dass ich die Seraphan zu Janus führen würde, du Bastard. Du hast jeden meiner Züge begleitet. Mein Schicksal bereitet dir Vergnügen? Es war mir ein Vergnügen, solange es währte. Ich glaube nicht, Raziel. Malek, diese Kreatur darf nicht entkommen. Er stellt eine Gefahr für den Kreis dar. Armer, irregeführter Raziel. Hast du wirklich geglaubt, du hättest das Zeug, auch meine Geschichte zu ändern? Ich bin der Zeitstromlenker. Ich kannte alle deine Absichten schon, bevor du sie überhaupt entwickeln konntest, du einfältiger Narr. Lord Möbius, es gibt Schwierigkeiten. Der Kreis wird angegriffen. Halte aus, Malek. Er hier ist die eigentliche Gefahr für uns. Was brütest du hier eigentlich aus, Möbius? Du vergiftete Kreatur. Glaubtest du tatsächlich, ich würde zusehen, wie du herumläufst und alles verdirbst, was dir über den Weg läuft? Ich gestehe, ich habe dich bis jetzt unterschätzt, Möbius. Aber diesen Fehler werde ich nicht wiederholen. Schon wieder falsch, Raziel. Jetzt, Malek. Versperr die Tür. Mit Hilfe seines Stabes setzte Möbius meine spirituelle Klinge außer Gefecht, entwaffnete mich und ließ mir nur noch eine Waffe zur Wahl. Und doch muss ich gestehen, dass es kein Mangel an Alternativen, sondern blinde Wut war, die mich den Reaver aufnehmen ließ. In meinem Zorn war es, als handle meine Hand aus eigenem Antrieb. Und nun packte die gleiche Hand das Heft mit unnachgiebiger Härte, und ich spürte ein eigentümliches Kribbeln, ein entferntes Gefühl der Sehnsucht, als die jetzt unbrauchbare spirituelle Klinge vergeblich versuchte, ihren physischen Zwilling zu umschlingen.